Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal dieses iPhone 12 Pro hier. Das ist aber auch stellvertretend für die 12er Reihe normal, für die Macs oder auch für die anderen 12er Geräte blasenfrei vernünftig eine Schutzfolie anbringen. Denn so eine Schutzfolie ist gar nicht günstig. Und heute die Schutzfolien auf dem Markt, die sind wirklich brauchbar. Denn sie haben minimale verschlechternde Wirkung auf unsere Touch-Oberfläche. Das ist ganz wenig geworden. Aber sie haben ein großes Schutzpotenzial. Denn wenn euch mal das iPhone hindroppen sollte, dann wird nämlich zuerst diese Glasscheibe aus temperiertem Glas und Kunststoff, es ist ein Mischgewebe, Schaden nehmen. Denn das bricht dann, das soll es auch, damit diese Energie des Impacts von unserem Screen selber abgehalten wird. Okay? Ihr guckt im Netz nach einer für euren Smartphone kompatibles dimensioniertes Glasfreundchen. Ihr müsst nicht so eine so ein so, 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 so ein Dummy haben, der zum Ausrichten ist, aber sinnvoll ist es schon, denn man kann auch ganz gut zack, zack, das so auflegen, dass es gerade sich überall abschließt. Das geht auch. Aber mit so einem Dummy ist es natürlich viel einfacher. Wir pappen das dran, zack, ne, dann ist es drüber. Dann legen wir das ein, zack, und dann. Okay, so, wie machen wir denn das jetzt blasenfrei? Als allererstes, ganz wichtig ist die Vorbereitung. Am sinnvollsten ist, wenn ihr euch so eine Anti-Rutschmatte holt. Ne? So, das heißt, die legen wir jetzt hin. Jetzt können wir das iPhone da drauflegen. Und guck mal, jetzt ist es nämlich recht statisch. Es ist statisch auf dem Tisch, auf der Fläche, wo wir jetzt arbeiten wollen. Jetzt haben wir hier natürlich, kann man ja sehen, ganz viel Dreck noch dran. Das sind dann so Fingerabdrücke, Fett, Salze, Fussel, Fremdkörper etc. Um die wegzukriegen, bieten die meisten Sets ein Cleaning Set an. Es gibt die aber auch als einzelnen LCD Cleaning Wipes etc. und so weiter. Ihr könnt aber auch hingehen und holt euch Alkohol, Reinigungsalkohol und ein fusselfreies Tuch. Dann braucht ihr noch was zum Trockenmachen. Das wäre dann so eine Art Mikrofasertuch, was auch sehr fusselfrei sein muss, weil wir dürfen keinen Fussel dann lassen. Und um einzelne Fussel noch abzuziehen, könnt ihr einfach einen Aufkleber benutzen, also ein Label. Wenn ihr das aber im Set haben solltet, wie das eigentlich jeder anbietet heute, also wenn ihr euch die Dinger holt, dann kosten die nicht so viel Kohle. Dann habt ihr so ein Set dabei. Da ist dann ein Mikrofasertuch drinne. Dann haben wir hier den Removal-Sticker, der Staubentfernungssticker. Und hier haben wir das Wet-Wipe, das feuchte Tuch. Okay, also wie fangen wir an? Erstmal das Wet-Wipe benutzen. Das Wet-Wipe ist natürlich, wenn ihr es im Set holt, sehr klein. Obwohl es hier eigentlich schon recht groß ist bei diesem Set, sehe ich gerade. Ich habe schon viele Sets gehabt, die wirklich nur ein Viertel so groß waren. Und das ist jetzt getränkt mit einem Lösungsmittel, sprich einem Reinigungsalkohol. Das riecht ja auch. Das ist jetzt nicht super schädlich, weil es eine sehr geringe Menge ist. So, und jetzt massieren wir über die Oberfläche unseres zu schützenden Phones, sprich des iPhone 12 Pro in diesem Fall, und entfernen, ich lag nochmal ein und entfernen so jetzt im ersten Arbeitsgang Fette, Salze, Abdrücke von unseren Fingern und so weiter. So, jetzt gibt es natürlich jetzt so einen Feuchtigkeitsfilm. Seht ihr den? Ja, sieht man gut. Ne? Dann kommt nämlich jetzt hier unser Mikrofasertuch zum Einsatz. Jetzt machen wir es trocken und gleichzeitig sollen wir versuchen, in einer drehenden Bewegung darüber zu gehen. Und so die Fussel nach außen absortieren, abzutragen. So, wenn wir das gemacht haben, kontrollieren wir unseren Screen nochmal. Jetzt ist nichts mehr drauf. So. Wenn jetzt doch noch was drauf ist, da oben könnte noch was sein. Seht ihr da diesen kleinen Schnipper? Ja, ne? Dann kommt hier dieser besagte Dust Removal Sticker zum Einsatz. Ich nehme jetzt mal einen kleineren, weil ich wirklich hier ganz passabel gearbeitet habe. Die sind ja von der Mechanik her alle das gleiche. Es ist einfach nur ein Sticker, sprich, der hat eine leichte Klebefläche, ist aber fettfrei. Und jetzt gehen wir auf die Oberfläche und ziehen so die eventuell zurückgebliebenen, boah, da habt ihr gerade gesehen, habt ihr gesehen? Da, dieses, das da. Die zurückgebliebenen Teile von etwas
Staub ab. So, wenn wir das getan haben, kontrollieren wir nochmal unser Foam. Wenn wir dann zufrieden sind, das ist wirklich ganz wichtig, Leute. Es ist ganz wichtig, dass wir keinen Dreck mehr auf unserer Oberfläche haben vom Smartphone. Und wenn wir dieses dann herbeigerufen haben, dann ist es Zeit, um das neue, den Screen Protector aufzugeben. Wichtig ist jetzt natürlich nicht mehr anfassen, den Screen, außer mit dem Mikrofasertuch oder unseren besagten Aufklebern. Alles klar? So, und hier sehen wir auch, da, wenn ich das jetzt, da seht ihr, ne, diese weißen Dinger, das sind die noch dagewesenen Fussel. Gut, wenn wir jetzt soweit sind, kommen wir entweder direkt zum Screen oder wir nehmen uns die Oberschwabbelungsgedöns, sprich den Rahmen, setzen den auf. Er sollte passen an euer iPhone. Wenn er passt und überall demzufolge jetzt Platz gelassen hat, sich schön anschmiegt an unser iPhone, können wir mit der Montage fortfahren. Ansonsten machen wir das freihändig, das geht auch. So, und jetzt haben wir hier den Screen oder den Screen Protector. Eine Seite ist außen, die andere Seite ist innen. Innen sehen wir daran, wo das Label ist zum Abziehen. Und jetzt können wir das abziehen. Bevor wir das jetzt machen, sollten wir unsere Finger und Hände nochmal schön reinigen. Am besten abwaschen und den Schmutz und vor allen Dingen die Fussel, die eventuell auf unser Screen fallen könnten, abtragen. So, alles klar jetzt. Wir ziehen jetzt die Folie ab und ich werde das gleich umdrehen, ne, denn hier ist innen, da ist außen. Da ist das, wo wir touchen, da ist das, wo es innen drauf ist. Und jetzt aufpassen. So, vorsichtig. Nicht mehr innen auftouchen, ganz wichtig. Und jetzt legen wir unseren Screen Protector auf. So, und lassen den so an der einen Seite schon mal auf unser Phone gleiten. Zack. Und seht ihr da, wie das sich jetzt reinzieht? Jetzt können wir ein bisschen helfen. Seht ihr das, wie sich das reinzieht? Also es geht automatisch und wenn wir vernünftig vorgearbeitet haben, auch blasenfrei. Yeah, das geht auch ganz gut hier. Ich bin recht zufrieden. Na, seht ihr das, wie sich das da zusammenzieht? Ich kann jetzt hier den hier schon mal abziehen. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. So, hat sich alles blasenfrei eingezogen. Sehr gut. Wenn jetzt irgendwo Blasen sein sollten, dann gehen wir hin mit unserem Finger und drücken diese nach außen weg. So, das heißt also einfach von innen nach außen mit dem Finger die Blasen herausbewegen. Zack, zack, wenn welche da sein sollten. Wenn nicht, kann man das trotzdem machen, wie ihr seht. Da passiert ja jetzt nichts mehr. So, und jetzt haben wir hier das ganz gut hinbekommen. Jetzt gehe ich hin und mache nochmal die Oberfläche des neuen Screen Protectors natürlich auch sauber. Denn da haben wir jetzt ganz viel rumgepatscht, um ein vernünftiges Ergebnis demonstrieren zu können. Können wir das nämlich jetzt hier, nämlich so, uns mal begutachten. So, haben wir das gut hinbekommen? Ich würde sagen, ja. So, zack, blablabla. Gut. Und jetzt haben wir hier einen Screen Protector drauf, der auch touchbar ist. Na, zack, 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 zack. Ihr seht, überall ist es in einer gleichen Maße dran. Hier drüben, da seht ihr das in der Spiegelung, haben wir minimal an den Rändern etwas. Und ich drücke das jetzt, ich versuche das jetzt rauszudrücken. Wenn das nicht geht, dann ist es leider dann doch ein Defekt schon in unserem Screen, der darunter liegt. Oder es kann natürlich auch sein, dass doch die Folie, die wir jetzt da drauf installiert haben, eventuell dort einen kleinen Ankatscher gekriegt hat. Während des Transportes, während wir es jetzt gerade festgehalten haben, etc. Aber ansonsten bin ich zufrieden und habe jetzt hier eine Protektivität absolut hochgeballert. Und wenn man jetzt auch noch, ich nehme das jetzt mal schematisch als Case, wenn man jetzt noch ein Case da drum macht, sprich Rückseite wäre auch noch geschützt, dann habt ihr einen 360-Grad-Schutz um das Phone selber. So ein Rahmen ist sinnvoll, aber nicht unbedingt zwingend dabei. Was auch sinnvoll ist, ist so eine Matte, dann flutscht euch das Phone nämlich nicht weg. Was wichtig ist, ist wirklich Reinigung vorher und trocken machen. Erst wenn es staubfrei und trocken ist,
den Screen Protector drauf machen. Ihr habt wirklich gesehen, er hat sich selbst eigenständig da drauf gesetzt. Ich habe von oben angefangen, er hat sich selber runtergezogen. Ich musste nur leicht helfen, immer an der Penetrationslinie mit runterwürgen und dann ist er drauf und kann da bleiben, bis er halt seinen Job machen muss und er muss dann kaputt gehen. Und dann zieht ihr ihn euch an der Seite wieder ab und könnt dann einen neuen drauf machen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.